Von drei Kandidaten wusste man bereits recht früh, dass sie kandidieren werden. Neben Amtsinhaber Gunter Zisch, die Grünen-Politikerin Lena Schwelling und Martin Ansbacher von der SPD. Mit Comicladenbesitzer Thomas Dreutler und Kommunikationsberater Daniel Langhans sind dann später noch zwei weitere Anwärter auf das Amt des Ulmer Oberbürgermeisters dazugekommen. Amtsinhaber Zisch in diesem Wahlkampf wirklich gefährlich zu werden, dürfte seiner Konkurrenz aber schwerfallen. Und vorhersehbaren Krisen wie Corona, steigende Energiepreise und Flüchtlingsstrom trat Zisch immer entschlossen entgegen. Er spricht klare Worte und kommt bei den Bürgern auch einfach gut an. Wer Ulm aktuell gut aufgestellt sieht, wird deshalb auch am 3. Dezember Gunter Zisch wählen. Zwar versuchen vor allem die Stadträte Lena Schwelling und Martin Ansbacher die Wähler mit konkreten Vorschlägen, wie Ulm noch besser, umweltbewusster, sicherer werden kann, für sich zu gewinnen. Klimaschutz, Fahrradstraßen und ein weiterer Ausbau von ÖPNV sind etwa Lena Schwellings große Themen, während Martin Ansbacher etwa auf Themen wie Sicherheit und Sauberkeit setzt. Doch zu weit von Zischs Programm abweichen können sie auch nicht, da sie ja als Stadträte schon durchaus mitgestalten. Wer aber wiederum scharf gegen die Stadt ausholen könnte, sind Thomas Dreutler und Daniel Langhans. Letzterer wird in den kommenden Wochen sicher noch die ein oder andere Wahlkampfveranstaltung aufmischen. Denn der 65-Jährige ist bundesweit als Teilnehmer und Redner von sogenannten Querdenker-Demos bekannt. Manche Kritiker bezeichnen ihn sogar als Verschwörungstheoretiker. Auf andere Art und Weise wird Kandidat Thomas Dreutler auf sich aufmerksam machen. Doch seine Chancen, wie auch die von Daniel Langhans, sind sehr gering. Thomas Dreutler ging bisher in seinem Wahlkampf kaum über Themen hinaus, die ihn sonst auch nicht als Einzelhändler tangieren würden. Das sind dann eben meistens so Themen wie fehlende Parkplätze für Kunden oder ärgerliche Baustellen in der Innenstadt. Doch genau deshalb hat Thomas Dreutler durchaus auch Unterstützer. Genau wie Außenseiter Daniel Langhans. Abschließend kann man also durchaus sagen, auch wenn der Wahlausgang absehbar zu sein scheint, die prozentuale Verteilung der Stimmen ist es bei weitem nicht.